Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von NBA 2K17 und My GM. Bilanz 27:8, eine Niederlage gegen Golden State, 93% Teamchemie und 100% Faninteresse. Zweiter sowohl in der Conference als auch in der Division. Wir haben es ja in der letzten Folge ja probiert und ich habe es ehrlich gesagt dann gar nicht weiter probiert, denn ich habe was gefunden, ne? Und zwar haben sich einige die Mühe gemacht, Regler zu erstellen. Man sieht hier zum Beispiel 100, also wir haben 100, der Gegner hat überall 0. Und dann gibt es hier halt auch so ein paar, die sich darum bemüht haben, das Ganze irgendwie realistisch zu gestalten. Und deswegen werden wir das jetzt einfach mal probieren. Und zwar von Most Famous Dae, keine Ahnung, oder Didi, whatever. 88.000 Downloads. Dann würde ich sagen, packen wir das einfach mal rein. Und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, dass sowohl der CPU als auch wir die gleichen Werte haben, aber alles individuell angepasst. Ich habe mir das mal alles angeschaut. Die Werte unterscheiden sich größtenteils eigentlich bloß so, ja, um 5 bis 8. Im Gegensatz zu Hall of Fame und Superstar. Das Einzige, wo er wirklich viel verändert hat, ist jetzt hier zum Beispiel. Oder hier bei der lateralen Schnelligkeit. Genau. Ja, wir werden das Ganze einfach mal ausprobieren und dann werden wir schon sehen, ob das flutscht oder nicht. Hat das es drin? Ja. So. Und wenn nicht, dann stellen wir halt doch alleine um auf das, was wir uns eigentlich gedacht haben. Gut. Dann ansonsten zufrieden sind alle. Ja, das wollte ich in dieser Folge jetzt wirklich mal in Angriff nehmen. Live-Training Freestyle oder Live-Training Trainingsspiel? Da gehe ich jetzt einfach mal rein. Ich möchte mir das einfach mal anschauen, was man da machen kann. Was heißt Freestyle? Wir sind einfach alleine auf dem Feld und können werfen oder können irgendwelche Übungen auswählen mit unserem Team. Gucken wir uns einfach jetzt mal an. Denn Training, ja, ist wichtig. Auch im Basketball. Wobei mich echt mal interessieren würde, wie viel die Jungs während der Season tatsächlich trainieren. Oh, das ist ja natürlich dann spektakulär langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ah. Ah. Da sind ja welche. Aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass ich ja eigentlich irgendwie ein paar Übungen machen wollte. Ist übrigens ein neuer Move, den ich jetzt dann öfters mal ausprobieren werde. So. Ich weiß zwar nicht, ob das der Bringer ist. Einfach in Post gehen, anfaken und dann rechts vorbei. Werde ich das öfteren jetzt einfach mal probieren. Ja, aber ansonsten ist es natürlich hier jetzt nichts Besonderes. Okay. Dann können wir wieder rausgehen. Oder können wir hier irgendwas machen? Nein. Okay. Das ist ja doof. Zum Beispiel hier, das ist auch wieder so eine Möglichkeit für 2K18. Warum kann man hier seine Spieler nicht trainieren? Dass auch die Werte steigen. Sich einfach einen Spieler packen und sagen, hey, pass auf, bei dir muss jetzt der Dreierwert nach oben. Und mit dem einfach dann üben, üben, üben. Dann hat man halt auch irgendwie Punkte, die man bekommen kann. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. So, was ist jetzt hier mit dem Trainingsspiel? Wäre übrigens auch für die Karrieremodus eine mehr als nur denkbare Option, dass man durch Spielen und durch Training seinen Spieler verbessert. Aber das wird 2K nie machen, weil dann kaufst du nämlich keine Visier und dann verlieren sie jedes Jahr Millionen und es geht ja hauptsächlich bei 2K, das kann man ja auch einfach nicht abstreiten, auch nicht als großer und bekennender NBA 2K-Fan, es geht halt nur um die Kohle. Es ging noch nie um was anderes. Das ist ja eine geile Perspektive, ich wollte gerade sagen. Ne? Kann ich ihn eigentlich gleich mal ausprobieren? Super, und kassiere direkt mal den Block. Kassiere direkt den Block, das Cole nimmt ihn. Macht ihn nicht, macht ihn nicht. Geil, Trainingsspiel, was ohne Zeit läuft, oder wie? Oh, der war nice. Der war nice. Aber kann ich hier irgendwas einstellen? Spieltaktik? Spielergesundheit? Spielzüge zu weisen?
Spielzugname. Okay. Pick and Roll Point, Priorität 3. Ah, okay, das heißt, ich kann mir hier das Play anschauen. Und kann das dann verändern, wenn ich möchte. Rein theoretisch, praktisch. Super, was hatte ich jetzt drinnen? Pick and Roll Point. Ah, okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Unten links S1, S2. Wenn ich dann komplett drüber gehe, dann sehe ich quasi alle Spielzüge. Aber mit welchem Spieler jetzt bloß mit einem Point Guard, wenn ich das richtig sehe? Oder? Irgendwie gerade ein bisschen schwer zu sehen. Aber wir können ja mal das ein oder andere Play laufen. Die Musik ist ja Gott sei Dank mittlerweile am Start. Die Defense steht. So, Ball zu Smart. Und jetzt wähle ich einfach mal Smart selber aus und machen wir einfach mal Fist Flow 14. Eigentlich, ja, ich wollte gerade sagen, soll der Ball ja... Ist so geil, manchmal weiß man aber auch mit dem Pfeilen nicht direkt was anzufangen. Also ich laufe jetzt hier hin, dann stehe ich hier. So, jetzt stehe ich. Dann schickt er mich wieder hier rüber. Oder ist das Gestrichelte einfach nur ein Pass? Das wird wahrscheinlich ein Pass sein, oder? Ah! Und hoffen, mit der jetzt... LOL! What the fuck? Okay. Da sieht man mal, dass ich das zum Beispiel auch jedes Mal nicht richtig gemacht habe. Jetzt hier mal in aller Ruhe. Oh, da kommt die Defense. Ah, ja, okay. Muss er machen. Ist eigentlich ganz cool. Also ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht... dass sich das jetzt nicht stört, wenn wir hier einfach mal ein bisschen rumprobieren. ISO 9.1. Ja, habe ich nicht ausgewählt. Hallo. Ist halt geil, wenn man auch einfach ewig viel Zeit hat. So, wir probieren ihn aus. Raus. Dann stehen wir hier. Dann laufen wir rum. Dann wieder zurück. Und dann muss ich ihn schon nehmen, oder wie? Okay, der war jetzt aber nicht so ganz besonders. Der war jetzt nicht so ganz besonders. Vielleicht hat auch hier irgendjemand von euch, vielleicht hast du ja auch den Mega-Tipp, wie ich mein Playbook bearbeiten kann, dass ich mir irgendwie geile Plays mit reinziehe oder so. Das ist Smart Play. Was ist, wenn ich das auswähle? Dann spiele ich jetzt hier raus. Ja, das ist ja nicht wirklich ein Play zum Freilaufen. Also hauptsächlich interessieren mich ja Plays, wo ich meine Spieler freilaufen kann. LOL! Warum Schrittfehler? Verdammt nochmal, ey. Irgendwie gefällt mir das hier gerade eben. So mal kurz zwischendurch. Ist das eigentlich ganz nice. Das kannst du ja gleich mal sowas von vergessen, eigentlich. Rein theoretisch, praktisch. Okay, dann gehe ich nochmal drauf. Als Smart, das war jetzt irgendwie nicht so das geile... Ja, das ist ja, ich soll hier hinlaufen. Jetzt passiert gar nichts. Warum passiert einfach gar nichts? Das ist ja dann kein Play. Oder muss ich an einer bestimmten Position stehen, um das Play überhaupt anzufangen? Oder vielleicht muss ich auch einfach laufen. Ja, also, ehrlich gesagt, so ganz checken tue ich die Play-Dynamik teilweise nicht. Also, lass dich da gerne aus in den Kommentaren. Da kann ich definitiv noch was lernen. Und möchte das auch lernen, weil es halt auch einfach geiler ist zum Spielen, wenn man dann einfach variabler ist. Wenn ich jetzt mal ein Play über Hoffman laufen möchte.
So, hier hin. Dann laufe ich mit Smart hier rüber. Dann laufe ich hier raus. Ja, aber dann ist das Play halt schon wieder vorbei. Und dann fängt es aber wieder an. Aber ist es das Play, was ich jetzt ausgewählt habe? Ja gut, ich werde jetzt noch einen Abschluss machen und dann gehen wir raus. Weil ich möchte euch jetzt auch nicht hier einfach totlangweilen. Oh, da kommt der Move, aber leider ohne Erfolg. Gut, okay. Naja, es ist trotz allem gar nicht so uninteressant. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich schaue mir das jetzt auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz an mit dem Playbook bearbeiten. Das wäre eigentlich auch eine geile Sache, so ein Community-Projekt, dass man Plays vielleicht selber erstellen kann und die einfach ausprobiert. Dass man irgendwie sagt, komm, in jeder Folge am Anfang probiert man irgendwie ein neues Play. Oh, Spielzug ersetzen, entfernen, ja, das möchte ich jetzt nicht, weil ich mich ja da nicht so auskenne. Typ 3 Punkte. Ja, das sind eigentlich, das sind hier die Dinger, die ich brauche. Besonders, wenn es dann wirklich mal brenzlig wird. Quick to Fist. Da kannst du ja teilweise die Namen, kannst du dir doch, kann sich keine Sau merken. Okay, wenn ich mit einem Point Guard. Achso. Wenn ich mit einem Point Guard links draußen stehe, kann ich das jetzt zum Beispiel irgendwie umbenennen? Nein, kann ich nicht. Krass, wenn du dich da mal austobst, das ist ja... Die Möglichkeiten sind echt heftig. Von tief hoch aufposten, Cutter, Handoff, Mitteldistanz, 3 Punkte. Also, bin ich mal gespannt, ob es hier irgendjemanden gibt, der sich damit richtig fett auseinandergesetzt hat. Wenn ja, gerne in die Kommentare, ich bin da echt bereit dazu, mich damit auch zu beschäftigen, aber jetzt so alleine ins Blaue hinein würde das, glaube ich, in einer Katastrophe enden. Aber trotz allem habe ich das jetzt mal registriert. Quick to Fist, Floppy Fist, Floppy. Scheint so alles, was mit Floppy zu tun hat, ist irgendwie... Nein, ist es nicht. Okay. Ich merke mir trotzdem mal Quick to Fist und Floppy Fist. Ob ich die beiden finde. So, dann geht's jetzt gegen Orlando. Ja, trotz allem mal wieder was Neues in der Folge. Das ist auch immer ganz nett. Auch für mich selber. So, Orlando muss jetzt erstmal zerstört werden. Wiggins 23, Booker 18, Smart 16, Randle in Double-Double, Powell, Norman mit 12 und Covington mit 11 auf der anderen Seite. Ja. Fournier mit 26, Vucevic mit 14. Gordon. Beobachtet eigentlich irgendjemand Gordon in dieser Season? Also, ich höre nichts, ich sehe nichts. Vielleicht mal zwischendurch einen spektakulären Dank. Aber ansonsten, was ist es auch, wenn ich ehrlich bin? Genau, da wollte ich ja einen Ruhetag reinpacken, weil mir das sonst zu heftig ist. Da packe ich auch einen Ruhetag rein, weil ich der Max bin und meine Jungs auch einfach mal ein klein wenig Entspannung brauchen. Oder, apropos Entspannung, was Mighty auch einfach mega geil wäre, dass man Geld hat, womit man sich Anlagen kaufen kann. Zum Beispiel eine Sauna, ein Physioraum, Whirlpool, was weiß ich, lauter so, oder Freizeitraum, wo die Jungs dann einfach, je nachdem, die Ausdauer steigt, die Laune steigt, oder das geht dann zwar schon echt ein bisschen so in Richtung Rollenspielelemente, aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das sind ja unsere Jungs in MyGM, da kann man ja eigentlich auch was für die Laune, für die Freude tun. Es gibt so viele Möglichkeiten, finde ich. Ohne Scheiß, sie sollen mich mal in ihr Entwicklerteam holen. Ich mache aus dem nächsten Teil Game of the Jahrhundert, ey. Andrew Wiggins hat sich im Spiel der Lakers in überragender Form gezeigt. Er hatte einen guten Offensivrhythmus und konnte mit 28 Punkten seine Saisonbestleistung verbuchen. Kristen Ledlow. Ihr werdet jetzt lachen, aber das Bild, jetzt muss ich schauen, wie die in echt aussieht. Oder ob es die in echt überhaupt gibt. Vielleicht ist die auch erfunden. Vielleicht ist die auch erfunden. Kristen Ledlow. Und gleichzeitig packen alle ihr Google-Ding aus und schauen. Oh, Alter 29. 18. Januar 1988. Geburtstag. Ja.
Gibt hässlichere Moderatoren, behaupte ich einfach mal. Okay, hoffentlich sieht die Folge nie meine Freundin. Spaß beiseite, Jungs. Macht Google wieder zu. Das gibt's ja nicht, ey. Machen hier alle, schauen alle. Wiggins mit 28 Punkten, Smart mit 15, Randle mit einem Double-Double, Booker mit 12 und Hoffman auch wieder mit einem Double-Double. Was haben die Grizzlies abgerissen? Gasol mit 20, Conley mit 19. Und dann, ja, wenn halt nicht mal mehr der Dritte schon die 10 Punkte erreicht, dann wird's scoring-technisch einfach unmöglich. Ah, Covington möchte mehr Spielzeit. Stimmt, den habe ich in der letzten Folge ja runtergeschraubt, weil er ja cold as ice war. Ist immer lustig. Und dann sinkt bei jedem die Moral. Hat er sich wieder... Westfall is on fire! Was ist denn da los? 13 Minuten. 13 Minuten. Na, dann nehme ich die hier weg, tue die hier drauf und schon sind wieder alle glücklich. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich Norman und beschwert sich. Was ist eigentlich mit Angelo? Deloading. Wie geht's dem? Na, ein, zwei Wochen noch. Ja, das ist ja überschaubar. Ist ja überschaubar. Sorglos ist er auch noch. Ich hoffe jetzt auch wirklich, dass alle fit bleiben, bis die Playoffs starten. Also die echten Playoffs in der echten NBA. Weil ich hasse nichts mehr als Duelle, in denen die Topstars fehlen. Mich kotzt das so an. Egal ob erste Runde, zweite Runde, Conference Finals. Ich mag es einfach nicht. Ich mag einfach immer, dass die Besten aufeinandertreffen. Okay, Julius Randle war für die Lakers gestern eine Bank am Brett und stellt mit 15 Rebounds einen neuen Saisonrekord auf. Hashtag großer Abend. Wiggins mit 23. Tja, Randle, auf den können wir uns auf jeden Fall verlassen. George mit 26. Ach ja, das können wir eigentlich auch mal wieder machen. Wie haben wir das jetzt nochmal gemacht? Ah ja, ich schaue jetzt einfach mal nach Leonard, der immer noch ein Thema für mich ist. Aber halt ganz weit hinten im Hinterkopf. Weil die Wahrscheinlichkeit, ja, denke ich mal, nach wie vor ziemlich gering ist. Ach so. Ich habe ja, glaube ich, meine ganzen Jungs noch auf der Unantastbar-Liste. Also wenn, dann wahrscheinlich eh nur irgendeiner von denen. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Trade-Suche. So. Ich glaube, Leo reicht auch schon. So viele gibt es in der NBA da nicht. Gehen wir rein. Trade-Suche. Okay. Leider nein. Dann George. Geo müsste, glaube ich, auch reichen. Ja. Auch nicht? Okay, danke. Und Porzingis. Können wir trotz allem ja mal gucken, ob die Knicks immer noch interessiert wären. Nein. Okay, dann halt nicht. Ich bin mit meinem Team glücklich und zufrieden. Ne? Da muss ich natürlich jetzt wieder... Nicht, dass meine Jungs denken, ich würde sie hergeben. Würde ich ja niemals tun. So, das sind einfach meine fünf Boys, die würde ich nicht hergeben, außer es kommt das Mega-Angebot. Jurepko. Ah, und Witte gegen The Bonus. Naja. Eher nicht. Bericht ansehen über unsere Talente. Hasan Buruk. Power Forward. 2,6 groß, 115 Kilo schwer, Alter 19. Ah, wird so zwischen 17 und 21 gerankt, aber eine Prognose gibt es noch nicht. Aus dem College der Türkei. Achso, ja, machen wir halt wieder Sleeper. Sleeper. Was ist jetzt schon wieder? Was wollen alle mit Sabonis? Geht jetzt nicht auf den Zeiger. Also, Grizzlies, nächste Runde. Die wollen schon wieder eine Niederlage. Ja, und da gibt es schon wieder einen Blowout. Schon wieder einen Blowout. Das ist ja keine Chance. Halt auf 34 Punkte Unterschied. Das ist ja wie Tag und Nacht. Booker 33, Hoffman
24 Punkte, krass. Wiggins 23 Punkte. Wenn du mal drei Leute hast, die so über 20 scoren, dann bist du schon mal gut dabei. Und wenn du dann noch weitere vier hast, die über 10 scoren, dann kann der Gegner eigentlich gar nicht gewinnen. Was ist mit Gasol? Okay, Gasol hat eine richtige Off-Night. Zumindest vom Scoring her. Dann gegen die Pelicans. Unsere Teamchemie scheint... Ah ja, okay. Stimmt. Er hat recht. Danke für den Hinweis, Dirkie. Und da steigt die Laune gleich wieder von allen. Es kann manchmal so leicht sein, gute Laune zu haben. Die Pelicans. Oh, die wollen das Duell. Die wollen das Duell. Aber sie verlieren das Duell, weil wir einfach unaufhaltbar sind. Und Hoffman hat schon wieder 23 Punkte. Was ist mit ihm eigentlich los? Und 10 von 14. Wiggins mit 15, Randall mit 14. Passt auf jeden Fall. Ah, Buddy Hield auf der anderen Seite mit 24. War ja auch mal ein Thema bei uns. Anthony Davis für seine Verhältnisse relativ schwach. Das Team hat vielleicht gerade eine Siegesserie, aber die Fans trauen dem Braten nicht. Was sagen Sie den Zweiflern? Also, bitte. Und die Moral aller Spieler steigt und Reporter. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Lakers-Fans haben im Moment echt keinen Grund zur Klage. Die Jungs haben 5 Spiele in Folge gewonnen. Glückliche Fans. Die Lakers dominieren weiter die Liga und holen den 5. Sieg in Serie. Die beste Show in der Stadt. Wir machen alle nass. Ja, so muss es sein und nicht anders. Ich freue mich schon wieder auf die Playoffs. Ich freue mich schon wieder richtig auf die Playoffs. Jetzt aber erstmal gegen die Trailblazers. Und die wehren sich. Und die wehren sich. Aber ist schon wieder vorbei. Es ist schon wieder vorbei. Wiggins mit 21. Randall mit einem Double-Double. Genauso wie Hoffman. Auf der anderen Seite McCollum. Lillard. Naja. Auch da keine Chance. Jetzt werde ich trotz allem nochmal... Einfach nur so Interesse halber. Achso, jetzt habe ich ja wieder alle draufgepackt. Was ist hier los? Nicht wirklich irgendwas dabei, oder? Goodwin als Shooting Guard. Smart, ja gut, Smart kann ja nicht meckern, dadurch, dass er jetzt die ganze Zeit spielt. Der kann ja gar nicht meckern. Norman, das ist denn jetzt schon wieder? Was? Startplatz. Mit liebevoller Strenge ablehnen. Ich will ehrlich mit Ihnen sein. Ich denke nicht, dass Sie sich durch Ihre Leistung auf dem Feld und Ihr Verhalten abseits davon eine größere Rolle verdient haben. Ich weiß, dass Sie mehr drauf haben. Worte reichen nicht für eine größere Rolle. Krass, Mann. Ich bin hier, weil ich eine Bitte habe. Nicht, weil ich mich beschimpfen lassen will. Kein Grund, ohne Grund so eklig zu sein. Und jetzt? Und jetzt? Ja, kein Kommentar. Kein Kommentar. Norman ist trotz allem ganz schön zickig. Wir haben vor ein paar Folgen mal darüber gequatscht. Clarkson. Wir schauen mal ganz kurz nach ihm, wie es ihm denn so geht, unserem alten Jungen. Er wäre definitiv auch eine Option. 2 Jahre, 47 Millionen. Ja. Mit Smart zusammen. Ja gut, aber das Gehalt von Clarkson ist halt auch um einiges bitterer. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Wobei das von Smart natürlich auch nicht ohne ist. Payton. Auf der Point Guard Position würde ich mich dadurch aber verschlechtern. Nee. Also wenn dann Trade... Clarkson gegen Norman, aber was anderes
Warum ist der jetzt für mich ungültig? Weil ich schon wieder zu viele. Achso, weil ich über dem. Ja, weil ich über dem Cap Space bin. Weil Clarkson zu viel Kohle verdient. Hm. Habt ihr überhaupt einen guten Point Guard am Start? Peyton. Die würden echt ihren besten Point Guard mit in die Schale werfen. 25, was hat der denn für ein Potenzial? B-. Ah. Ja, wir machen jetzt sowieso nichts über schnell. Es ist einfach mal nur ein Gedanke, den wir fassen können, ob wir Clarkson eventuell mal wieder zurückholen. Dadurch, dass Norman auch gerade eben unzufrieden ist. Jetzt machen wir aber erstmal ein kleines Päuschen. Wir haben schon wieder eine 6er-Siegesserie. Wir haben uns das Playbook mal angeschaut. Wir haben mal eine Trainingseinheit gemacht, um das auch mal zu sehen. Finde ich auch einfach interessant, sich das mal anzuschauen. Unsere Jungs sind alle richtig gut drauf. Solltest du irgendwelche Tipps, Tricks haben, was das Playbook anbelangt, dann gerne damit in die Kommentare. Ansonsten, ich sage danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.